Hallo und schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Thomas. In diesem Video möchte ich euch die Porzellio Hasi Giant vorstellen. Hauen wir einfach mal das Intro raus und dann geht's auch schon los. Viel Spaß! Die Porzellio Hasi Giant ist eine schöne große Asselart. Sie erreichen eine Größe von etwa 4,5 cm. Ihr Verbreitungsgebiet liegt in Spanien. Wie die meisten Spanier bevorzugen die Hasi Giant eher trockenere Haltungsbedingungen. Der Großteil eurer Box kann also komplett trocken gehalten werden. Lediglich eine Ecke des Terrars oder der Box sollte man dann mit Moos auslegen und etwas feucht halten. Man sagt so maximal tabakfeucht. So haben es die Tierchen am liebsten. Die Porzellio Hasi haben eine schöne graue Grundfarbe mit hellgrauen Rändern und gelben Spots auf dem Rücken. Diese sind mal mehr und mal weniger ausgebildet. Die Geschlechter sind bei den Tieren recht gut zu erkennen. Die Männchen haben größere Uropoden als die Weibchen und sind dafür aber etwas schlanker gebaut. Die Haltungsparameter sehen wie folgt aus. Wie bereits gesagt, eher trocken als feucht. Bei 22 bis 27 Grad lassen sich die Tiere sehr gut halten und auch wieder vermehren. Die Luftfeuchte sollte so bei etwa 40-60% liegen. Wichtiger wie trockenes, warmes Klima ist die Luft. Die Tiere vertragen keinerlei Staunässe, sorgt also für genügend Lüftungsfläche. Ich halte meine Krabbler in meinen Standardboxen Länge 38, Breite 38, Höhe 35 cm. Ich habe insgesamt wieder 4 Luftlöcher eingebohrt, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten. Die Temperatur beträgt knapp 26 Grad und ich habe eine Luftfeuchte von etwa 60%. Der Bodengrund besteht aus Laubwaldhumus und weißfaulem Holz. Darauf kommt viel Eichen- und Buchenlaub. Dieses dient den Tieren und auch dem Nachwuchs als Versteck. Ein großes Rindenstück sollte hier nicht fehlen, da sich die Tiere gerne in Gruppen mit den Jungtieren zusammen verstecken möchten. Ich füttere meist Gurke oder Süßkartoffel. Proteine werden gerne von ihnen angenommen. Ich wechsle hier ab zwischen Fischflockenfutter, Bachflurkrebsen oder getrockneten Garnelen und Fisch. Sepia darf auch nicht fehlen. Bitte achtet bei dem Obst und Gemüse immer, dass es Bio ist, denn gespritztes Obst oder Gemüse vertragen eure Krabbler gar nicht. Geht daher in den Biomarkt eures Vertrauens und oder immer alles gründlich abwaschen. Eine Vermehrung der Porzellio Hasi Giant ist eigentlich recht einfach. Unter optimalen Bedingungen sind in Abständen von etwa 4-6 Monaten immer kleine Jungtiere möglich. Mit weiteren 9 Monaten sind diese dann auch schon wieder geschlechtsreif. Wenn dir das Video gefallen hat, dann unterstütz mich doch mit einem Daumen nach oben. Dies hilft mir, meinen Kanal weiter auszubauen und noch bessere Videos zu machen. Abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke, damit du keines meiner Videos mehr verpasst. Uploadtag ist immer samstags. Hast du Fragen? Dann ab damit in die Kommentare. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Bis zum nächsten Video. Ciao, euer Thomas von krabbelkeller.com.